Also, neben mir sitzt Ulrich Kampfmeier, ein erfahrener Meister des Dokumenten- und Content-Managements, der aber auch hier, wir sind ja bei der Xing Lounge heute hier in Stuttgart, der auch schon eine langjährige Xing-Erfahrung hat. Erzählen Sie doch mal über Ihren Anfängen bei Xing. Also, meine Anfänge bei Xing waren sehr, sehr früh, sogar dass mein Account zum zweiten Mal erst 2004 auftaucht. Man könnte sagen, ich gehöre mit zu den Ersten, die dort Aktivität entwickelt haben, beispielsweise Gruppen entwickelt haben, an den Code of Conducts mitgeschrieben haben, die Moderation überhaupt erst aufgebaut haben. Und haben Sie auch die Gruppe mal geleitet von Moderation? Ich habe die Gruppe Moderation, als noch alle Sprachen in einer Gruppe waren, gegründet und war dann eine Zeit lang mal Chefmoderator aller Moderatoren auf Xing. Aber das wurde dann irgendwann zu viel und außerdem war es wichtiger, dass Xing selber mit den eigenen Leuten dort involviert wird. Denn die Rolle, die ich so damals hatte, war eigentlich der Schlichter zwischen dem, sagen wir mal, Bediensteten von OpenBC damals noch und der wachsenden Gemeinde von Moderatoren. In den Anfangstagen war natürlich noch nicht diese Funktionalität da, die sie heute auf Xing haben. Wo sehen Sie denn die Hauptmotivation für die Mitglieder, jetzt zum Beispiel zu so einer Veranstaltung wie heute zu gehen, überhaupt in der Xing-Gruppe zu sein? Was ist da für die Mitglieder interessant? Also es gibt sehr unterschiedliche Motivationen. Einige sind sicherlich aufgrund des Fachthemas hier, das wir heute besprochen haben, Thema Compliance, also Gerichtsurteile zu, wie archiviere ich E-Mails, wie gehe ich mit steuerrelevanten Daten um. Ohne zu viel von meinen privaten Daten freizugeben. Genau, und darf ich auf archivierte, gescannte Dokumente zugreifen. Mhm. Also aktuelle Fragen, die eher so die Controller, die Geschäftsführer, die IT-Bosse in Unternehmen interessieren. Aber ich glaube, ein sehr großer Teil der Anwesenden war wegen Netzwerken hier. Mhm. Das ist ja auch der Sinn einer solchen Veranstaltung, einer Live-Veranstaltung, einer Ambassador Group. Die hat eben das Ziel, die Leute auch nicht nur das Profilbild zusammenzubringen, sondern wirklich den echten Austausch aufzubauen. Was für uns jetzt auch viel das Spannende war beim Webmontag in Hannover oder auf der Republika natürlich auch, dass man die ganzen digitalen Leute auf einmal in echt sieht. Ja. Was war denn für Sie persönlich das, die Motivation, sich so zu engagieren, auch über die Moderation in Gruppen nachzudenken, Wechseln? Ja, ein Grund der Motivation war sicherlich, dass Xing damals unser Kunde war. Ich war beratend für Xing tätig. Mir gehört auch noch ein kleiner Stapel Aktien. Mhm. Und zum anderen finde ich den Einsatz dieser Medien weniger aus persönlichem Interesse, sondern auch aus Firmeninteresse äußerst wichtig. Man braucht entsprechende Präsenz in den neuen Medien. Und wenn Sie sich allein angucken, die Gesetzgebung im Hinblick auf die Nutzung von E-Mail. Sie dürfen ja noch nicht mal Kunden mehr heute eine E-Mail mit Werbung ungefragt schicken. Mhm. Und dort bieten natürlich gerade solche Communities sehr gezielte Möglichkeiten, Interessierte in Gruppen zusammenzubringen und für diese Gruppen dann auch maßgeschneiderte Angebote wie so eine Lounge oder Seminare oder Webinar oder so etwas zu produzieren. Das heißt, man gewinnt eine wesentlich qualifiziertere Audience und schießt nicht einfach so die E-Mails und seine andere Werbung in die Landschaft hinaus. Haben Sie dann diese Lounge auch hier, das Format auch mitentwickelt? Oder? Ja, es ist ja heute der erste Gehversuch. Mhm. Wir sind deshalb glücklich, dass wir so, glaube ich, 95 Leute hier haben heute, die sich zusammensetzen eben aus den Teilnehmern der Jamcamp Tour, ein paar Gäste von IBM, aber im Wesentlichen Mitglieder, die hier 20 Euro abgedrückt haben, um jetzt guten Rotwein zu trinken, wie sie das ja auch gerade machen. Und die Interessenslage der Kollegen, die da heute gekommen sind, ist auch einfach, Geschäftskontakte zu knüpfen. Also es sind zwei junge Damen da, die sagten mir, also ich bin hauptsächlich hier, weil ich nach neuen Kunden suche oder nach einem Job suche und mal Leute kennenlernen will, die bei mir in der Branche tätig sind. Ja. Einer der großen Trends, die die Branche erschüttern, ist diese unglaubliche Vervielfältigung von Kanälen, über die man kommuniziert, Twitter, Facebook, lauter solche Sachen. Und das haben Sie angesprochen, dass es schwierig ist, da rechtlich noch hinterherzukommen. Und Sie schlagen dann vor, in dem kurzen Beitrag, den Sie gerade gebracht haben, dass man die Sache konsolidieren sollte per Kontext statt per Kanal. Also dass man nicht sagt, hier sind unsere ganzen Twitter-Sachen gesammelt, hier sind alle E-Mails gesammelt, hier sind alle SMS gesammelt. Wie stelle ich mir das dann in der Praxis überhaupt vor? Also ich will ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn Sie eine Standard-E-Mail-Software haben, dann sind dort heute noch die Ausgabe- und die Eingabekanäle getrennt. Ja, das heißt, eingehende und ausgehende Mails stehen nicht im Sachzusammenhang.
Und für einen Geschäftsprozess ist es entscheidend, dass man beispielsweise von einer Anfrage über ein Angebot, über Vertragsverhandlungen bis hin zur Lieferung, Realisierung, wie auch immer, diese Unterlagen entstanden sind, die zusammenbringt. Das kann ich mir noch so ganz gut vorstellen, dass es auch funktioniert mit ein bisschen besseren Software. Aber jetzt mal ganz konkret, wenn man, Sie haben ja genannt, dann, wenn man bei einer Verhandlung sitzt man da unter dem Tisch mit der SMS für den Partner, irgendeine andere Geschichte, twittert man vielleicht ein Angebot raus oder so. Also wenn man wirklich jetzt auch überhaupt auch Unternehmenskanäle verlässt, wenn man in öffentlichen Bereichen sich bewegt, die überhaupt nicht vom eigenen Unternehmen kontrolliert werden. Wie ist denn dann so Ihre Strategie, damit umzugehen, wenn man das sicher halten will? Also Sicherheit und Rechtssicherheit in dem Sinne gibt es nicht. Sondern was Unternehmen brauchen, sind vernünftige Policies, Richtlinien, die sozusagen das Verhalten regeln, nachdem sich die Mitarbeiter verhalten müssen. Es ist ja nicht so, dass früher Mitarbeiter nicht auch irgendwelche Briefe sonst wohin geschickt haben oder mal Papier falsch abgelegt haben. Ganz konkret, sondern das ist ganz konkret beispielsweise Nutzung von Social Software im Unternehmen. Was mache ich? Wie darf ich? Was darf ich über das Unternehmen oder im Unternehmenszwecke über diese Kanäle kommunizieren? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Haben Sie da zum Beispiel das konkrete Beispiel jetzt gerade für so populäre Sachen, die, denke ich mal, auch gefährlich werden könnten, wie Facebook, Twitter, haben Sie da jetzt konkrete Beispiele, wo das auch erfolgreich, ich denke, das fragen sich jetzt viele, wo das funktioniert, dass man die Leute einerseits nicht knebelt und andererseits trotzdem so ein Gefühl hat, man kontrolliert das Biest nicht, aber man zähmt es. Können Sie da es sind zwei Aspekte, die man da vielleicht sehen kann. Der eine ist natürlich, dass man die Erwartungshaltung gerade jüngerer Mitarbeiter befriedigt, indem man solche Plattformen im Unternehmen selbst zur Verfügung stellt. Das ist ja das, was man heute so schön mit E2.0 umschreibt, dass man eben diese Technologien selbst im Unternehmen nutzt. Damit kann man interne E-Mail vermeiden und man kann auch Kontrolle wieder über diese Kanäle gewinnen. Man darf halt nicht auf die Idee verfallen, alles auf einmal machen zu wollen. Es macht keinen Sinn. Also Foren, Blogs, Wikis, Intranet, Spaces, Teamrooms auf einmal anzubieten, weil dann zersplittert wieder die Information. Sondern da heißt es zielgerichtet für moderne Kommunikation das einzurichten. Naja. Der zweite Aspekt ist der mit der Außenwelt. Und der ist wesentlich schwieriger. Ich hatte ja in meinem Vortrag kurz erwähnt, dass so diese Grenze zwischen Firmeninnenleben und Außenleben und Privatleben immer mehr verschwimmt. Ja, und man kann einfach nicht jemand untersagen, du darfst nicht abends privat mal ein Telefonat führen, ich komme später nach Hause. Genauso wenig kann man untersagen, ich schicke jetzt mal eine E-Mail, ich habe angeordnete Überstunden an die Frau zu Hause, obwohl private E-Mail in vielen Unternehmen untersagt ist. Und das wird noch schwieriger bei diesen Medien, die irgendwo zentral gehostet sind. Weil dort gehe ich ja nur mit dem Browser drauf, da merkt keiner außer der Verbindung, was ich da mache. Und wenn wir daran denken, dass Chinese Walls nicht umsonst Chinese Walls halten, sondern dass das auch eine Lücke ist, wo Know-how abfließt, wo Informationen das Unternehmen verlassen, die besser im Unternehmen bleiben sollten. Da braucht man nur in Twitter gucken, was da so durch die Gegend geschossen wird. Wenn da keine klaren Regeln sind, und wenn nicht eine entsprechende Kultur auch im Unternehmen da ist, dass die Mitarbeiter selber eine gewisse Verantwortung dafür entwickeln, was sie kommunizieren, wie sie kommunizieren, dann kann das sehr schnell ins Auge gehen. Jetzt nochmal, genau darum ging es ja jetzt, wie kann ich eine Unternehmenskultur einführen, die einerseits das zulässt und sich dem nicht total sperrt, aber andererseits trotzdem ein gewisses Grundverständnis, wie man mit sowas umgeht, eine Zähmung sozusagen von diesem Biest. Haben Sie da positive Beispiele, wo Sie sagen können, dass da hat es wirklich ganz gut hingehauen? Es gibt Unternehmen, die beispielsweise sich komplett auf ein Wiki umgestellt haben. Solche Beispiele findet man in der Literatur. In Bielefeld gibt es ein Vertriebsunternehmen, die komplett intern die Kommunikation auf so etwas umgestellt haben, wo auch wesentlicher Erfolgsfaktor war, dass man das Bewusstsein der Mitarbeiter durch Schulung, durch an die Hand nehmen, durch individuelle Workshops, durch wirklich auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen und zum Teil Leute einzeln zu verhaften, diese neue Form einer Kultur geschaffen werden kann. Nur das sind ganz wenige Ausnahmen und es gibt immer im Unternehmen noch bestimmte Bereiche, die jenseits dieser schönen Hype
Kommunikation liegen. Immer dann, wenn es nämlich um geordnetes Arbeiten, kaufmännische Dinge und so etwas geht. Ja, was meinen Sie jetzt mit ganz auf dem Wiki umgestellt, dass es dann keine E-Mail mehr gibt? Keine E-Mail, es werden keine Angebote mehr normal mit einem Textprozessor erstellt, sondern die werden im Wiki erstellt und all solche Dinge. Das geht. Von diesen neueren, einer von den Trends, die wir hier jetzt an vielen Stellen gesehen haben, ist die ist ein Trend weg von zentralisierten Systemen zu Peer-to-Peer-Systemen, wie Chat, Microblogging, Statusdienste wie Twitter. Von diesen dreien jetzt mal, Chat, Microblogging, Status, welche von denen würden Sie sagen, sind eher Hype und welche würden Sie sagen, können wirklich nachhaltig die Unternehmensinformationskultur verändern in den nächsten Jahren? Also ich glaube, im Unternehmen selbst ist Twitter eine gute Sache. Also Microblogging, solche Geschichten. Statusmeldungen werden sowohl in der öffentlichen Welt als auch woanders häufig missbraucht. Zum Beispiel? Also wenn wir beispielsweise mal Facebook angucken, wo man einfach aus x verschiedenen Kanälen über Bitly, Twitter oder sonst was einfach was reinschießt, nur damit man wieder was hat, wo es gar nicht um eine Statusmeldung geht, sondern einen weitergereichten Link oder was auch immer darüber kommuniziert wird. Also ich schätze mal, Wikis hat eine gute Chance, Microblogging hat eine gute Chance, solche internen Dienste wie Twitter, um sich ganz kurz eine Nachricht zu schicken. Ist auch nichts Neues, hatten wir auch schon früher bei Microsoft. Ich glaube, dass sich solche speziellen Formen von, ich will nicht sagen Diskussionsforen, aber irgendwo zwischen einem Wiki, der seine Probleme hat, und zwischen dem, was man zwischen mit Blogging macht, etablieren werden, wo man eigentlich dann wieder vernünftige Dokumentationen, also Dokumente für eine Archivierung oder was daraus generieren kann. Das ist in beiden Medien heute nicht sehr einfach möglich, vernünftig zu dokumentieren. Das Hauptproblem der drei Kanäle, die Sie nannten, ist, dass sie eigentlich das gleiche Bedürfnis betreiben und wenn man sie parallel betreibt, eigentlich Redundanz erzeugen. Ja, es gibt schon klar Sachen, wo es sich eher lohnt, zu publishen, leichtgewichtig für viele, und andere Sachen, wo es sich eher lohnt, ein Dokument zu erzeugen, was ich auch kollaborativ mit anderen weiter pflegen kann. Also ich glaube auch, Publishing und Kollaboration sind zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze. Beim Publishen gebe ich was raus. Mhm. Ja, ich habe auch in der Regel kein Feedback, was passiert damit. Vielleicht einer hat es gelesen oder was auch immer. Aber ich meine jetzt sowas wie Microblogging, wo ich einfach nur sage, das ist der momentane Stand, die Leute müssen es nicht mal mitkriegen, das ist was so als Grundrausch sozusagen durchläuft, was ja doch ein bisschen anderer Stil ist, als wenn wir jetzt zum Beispiel mit Google Wave arbeiten und wirklich oder mit einem Wiki und gemeinsam auch länger was hat eine höhere Qualität, weil dieses schnell mal benachrichtigen, wird dann zum Absurdum geführt, weil das sehr viele Leute machen mit Banalitäten, wenn man da jetzt gar nicht mehr reinguckt. Oder nehmen Sie sich selber Ihre eigene Facebook-Seite, wie wenn Sie mal einen Tag nicht reingeguckt haben. Ja, da muss man schon fünfmal unten auf ältere Dokumente klicken, um irgendwas zu lesen, was von Interesse ist. Ja. Also manche dieser schnelllebigen Kanäle werden einfach korrumpiert. Aber in so einer Form von Wikis mit Dokumentationsmöglichkeiten, vielleicht mit Teamspace oder das, was man heute so unter Social Publishing macht, wo man also eine gemeinsame Publikationsplattform hat, gemeinsam Sachen erarbeitet, bis sie dann fertig sind. Sowas hat, glaube ich, für ein Unternehmen einen höheren Mehrwert, als einfach so kurz mal Nachrichten durch die Gegend zu schieben. Ja, jetzt von dieser langen Erfahrung in dem Bereich Dokumentenmanagement, Contentmanagement, was würden Sie da sagen, ist die Hauptänderung, die dieser Bereich vollzogen hat, seit dem Moment, wo Sie angefangen haben, sich intensiv damit zu beschäftigen? Ich bin seit 35 Jahren dabei. Also ich habe so ziemlich alles mitgemacht, von Hostdatenarchivierung bis sonst wohin. Ich glaube, die Hauptveränderung, die wir im Moment erleben, ist die Allgegenwärtigkeit der Technologie. Mhm. Dass ich jederzeit überall an Informationen rankomme und damit was machen kann. Und dass damit auch das Verständnis, was Information eigentlich ist, ein ganz anderes ist. Also früher haben sich Archivare, Dokumentare, auch Content Manager durchaus Gedanken gemacht über den Wert der Informationen, die sie rausgeben. Heute ist das alles viel schnelllebiger geworden, auch oberflächlicher, auch fehlerträchtiger. Die wichtige Information geht häufig darin verloren. Ich sage auch immer meinen Freunden, also wenn was Wichtiges ist, bitte nicht über Xing,
bitte nicht über Facebook, nicht über Twitter, ruf mich an. Ja, weil man dann auch gewisse Hürden noch im Gespräch, wenn man jemanden kennt, überwinden kann, die dann irgendwie in einem falsch gebauten Satz total untergehen. Und jetzt da liegt ja auch das Problem mit den 140 für die, Zeichen. Oder für so die Interaktivität, meinen ja. Sie, dass man einfach auch merkt, wie klingt ja. die Stimme, hat er was im falschen Hals bekommen? Ja. Also die reale Kommunikation lässt ja immer mehr nach durch in den Unternehmen, dass immer mehr Elektronik kommt, Workflow, Dokumentenmanagement, ERP-Systeme, you name it. Ja, und man sitzt nur noch vor diesem Bildschirm. Und da sind beispielsweise diejenigen, die noch zum Kopierer gehen müssen, im Vorteil, weil sie dort eine Minute warten müssen und reden können. Diejenigen, die rauchen, sind im Vorteil, denn die treffen sich regelmäßig zu, die treffen sich regelmäßig zu konspirativen Treffen und da wird ausgetauscht. Ja, der berühmte Watercooler ist. Ja, und genau. Und die, alle anderen hängen unter Umständen den ganzen Tag vom Monitor, haben vielleicht noch das Gefühl, dass sie kontrolliert werden, dass die Inbox sich ständig füllt, dass man überhaupt nicht fertig wird oder hängen da einfach ab und drücken mal Knöpfchen oder sowas. Das heißt, dieser Umschwung der Arbeitskultur, der ist im vollen Gange und ich gehöre ja zu den RDIs. Sie wissen, was ein RDI Nein, ist? Aber Sie werden das ist ein Retarded Digital Immigrant. Das ist mir mal in einem Blog gesagt worden von einer jungen Bloggerin, wo ich gesagt habe, dass ich Twitter nicht für Twitter nutze, sondern Twitter nur als Distributor für Delicious und Bitly und andere Medien. Okay. Und ja, seitdem bin ich ein retarded Digital Immigrant. Und ich glaube, die Digital Immigrants haben eine Eigenschaft und einen Vorteil gegenüber den Digital Natives, den sogenannten, dass wir mit mehr Abstand auch in Hinblick auf Sinnhaftigkeit und Nutzbarkeit das Ganze betrachten, wohingegen diejenigen, die heute vom Schulhof schon mit ihren Apple iPods, ich sag mal, versaut worden sind und nur noch mit diesen Dingern leben, also ich habe mich auch damals mit meinen Freundinnen ohne so ein Ding verabreden können, dass die in eine Welt rein stolpern, wo dieser Unterschied zwischen virtuell und Realität immer mehr verschwimmt. Und das ist für ein Unternehmen, das beispielsweise Produkte erstellt oder Dienstleistungen erbringt, tödlich. Ja, denn ein Unternehmen will immer noch Geld verdienen. Ja. Und wenn Sie dann nur virtuelles Geld haben, dann merken Sie immer, dass... Ja, das haben wir erlebt. Virtuelles Geld ist ja genügend in der letzten Krise vernichtet worden, aber bezahlt haben wir es doch irgendwo mit unseren Steuern. Okay. Ein mahnendes Schlusswort von Ulrich Kampfmeier. Vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und noch eine schöne Tour mit dem Lotus Jam Camp. Okay, danke.